Ja, vor unserer Pause kommen wir zu einem Thema, das ja im letzten halben Jahr konnten wir keinen netzpolitischen Abend ohne dieses Thema machen, die Enthüllungen von Edward Snowden und Überwachung eben. Es gibt sehr viele Gruppen, die sich damit beschäftigen und eine davon, die Folge auch gerade schon angesprochen hat, ist die Initiative Rechtsanwälte gegen Totalüberwachung. Wir freuen uns sehr, zwei der Gründer heute hier zu haben, die Rechtsanwälte Oliver Pragal und Martin Gotschewski. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sie haben die Hamburger Erklärung gegen Totalüberwachung ins Leben gerufen. Und vor 2 Wochen haben Sie auch eine große Demonstration von Rechtsanwälten und Richtern vor dem Bundestag gehabt, was sehr schöne Bilder produziert hat und wahrscheinlich auch bei den Koalitionsverhandlungen noch mal ein bisschen Eindruck geschindet hat. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie beide heute hier sind. Sie werden über die NSA-Affäre aus anwaltlicher Sicht sprechen und kommen Sie doch gern vor. Ihr Applaus. Das ist noch nicht an. Kannst du kurz die Webseite? Genau. Du hast keine aktive Ecke. Du kannst mir auch zeigen, wie ich es dann selber Ja. aufrufen kann. Ja. Also, ja. Oh, dann lass uns ja gerne stehen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich zu unserem Vortrag zur NSA-Affäre aus anwaltlicher Sicht und verbunden mit der Frage, ob sich unsere Gesellschaft gerade gleichschalten lässt. Wir möchten Ihnen danken für diese Einladung zu dem heutigen Vortragsabend und möchten das gerne nutzen, um Ihnen unsere Initiative vorzustellen und einige plakative Thesen zu dieser NSA-Affäre, die längst eine weltweite Geheimdienstaffäre ist, mitzuteilen. Wir müssen sagen, als einen kleinen Disclaimer vorab, dass wir heute Abend hier nur für uns sprechen können. Das ist mein guter Freund und Kollege Martin Gotschewski. Meinen Namen kennen Sie bereits und wir können heute Abend hier nicht für die Initiative sprechen, der insgesamt 12 Rechtsanwälte verbunden sind, sondern eben nur für uns. Ursprung der Initiative war eine recht spontan geplante Demonstration im Juli dieses Jahres vor dem US-Konsulat in Hamburg, die wir mit einer sehr kleinen Gruppe von Kollegen recht spontan initiiert haben und an der trotz eines Vorlaufs von nur 4 Tagen in den Sommerferien doch etwa 300 Menschen teilgenommen haben und die auch in Spiegel Online und anderen Medien durchaus wahrgenommen worden ist. Und nach dieser Demonstration tauchte eigentlich die Frage auf, wie man dieses Thema, von dem schon damals absehbar war, dass es ein Dauerthema bleiben wird, weiter aufgreifen kann. Wir waren der Meinung, dass wir als Rechtsanwälte eine wichtige Wächterfunktion haben für Grundrechte, für die Verfassung insgesamt. Und aus dieser Überlegung heraus entstand dann die Initiative Rechtsanwälte gegen Totalüberwachung. Und wir haben in der Folge diese Webseite, die Sie hier sehen können, erstellt und Bürgern und Kollegen die Möglichkeit gegeben, dort sich einzutragen und diese Hamburger Erklärung, die eine Bestandsaufnahme beinhaltet, unsere Bewertung der Lage zu unterzeichnen, verbunden mit Forderungen an die Bundesregierung, auf die wir im Folgenden noch eingehen werden. Wir haben Ihnen, damit wir diese kurze Zeit unseres Vortrags gut nutzen können und Sie nicht langweilen, einige knackige Kernthesen zusammengestellt, so wie wir die Lage momentan bewerten. Und die erste Kernthese lautet, dass wir glauben, dass die heimliche Implementierung von solchen Systemen zur Massenüberwachung und der Wille, sie jetzt fortwährend zu betreiben, eine Art Staatsstreich von oben ist. Wir glauben, dass hier ein historischer Angriff auf zum einen die Privatsphäre und damit auch die Menschenwürde erfolgt. Aber, und das ist der weitaus schlimmere und gefährlichere Teil, wir glauben auch, dass letztlich dahinter ein Angriff auf die offene Gesellschaft und Demokratie als solcher steht. Denn, und das scheint uns vielfach in der Diskussion nicht beachtet zu werden, es geht nicht um die E-Mails des Einzelnen. Es gibt ja häufig diese Bemerkung, meine E-Mails können Sie haben, sondern es geht darum, dass die Privatsphäre eine Funktionsbedingung ist für unsere Demokratie und die offene Gesellschaft an sich. Ja, die Aufhebung der Privatsphäre und die massenhafte und verdachtslose Totalüberwachung dazu führt, dass jedes kritische Engagement eingeschüchtert wird, dass Bürger sich nicht mehr trauen zu protestieren,
wenn die Regierung Dinge tut, die ihnen nicht gefallen. Auf diese Weise wird letztlich das Grundrecht auf Meinungsfreiheit eingeschränkt. Die Menschen trauen sich nicht mehr, kritische Thesen zu vertreten. Sie trauen sich auch nicht mehr, auf die Straße zu gehen. Mir haben einige Kollegen in Hamburg im Vorfeld dieser geplanten Demonstration im Juli gesagt, dass sie diese Bewertung teilen, aber aus Sorge, nicht mehr in die USA einreisen zu können oder andere Repressionen und Überwachungsmaßnahmen zu befürchten, nicht teilnehmen möchten. Und ich finde, wenn Rechtsanwälte sich nicht mehr trauen, von einem Grundrecht Gebrauch zu machen, nämlich zu demonstrieren, dann zeigt das, wie ernst die Lage ist. Unsere zweite Kernthese lautet, dass das Ziel dieser verdachtslosen Massenüberwachung nicht Sicherheit, nicht Terrorprävention, sondern totale Gesellschaftskontrolle ist. Wir glauben, dass man das beispielsweise daran erkennen kann, dass Thomas Drake, ein NSA-Whistleblower weit vor Snowden, der vor einigen Jahren an die Öffentlichkeit gegangen ist, darauf hingewiesen hat, dass es damals verschiedene Programme gab, die zur Wahl standen, bei der NSA eingeführt zu werden. Und es gab dort zum einen das Programm Thin Thread, dünner Faden, oder das Programm alternativ Trailblazer. Und obwohl das erstgenannte Programm nicht nur günstiger war, sondern auch effizienter war und zugleich grundrechtsschonender war, kam es dazu, dass das teurere Programm Trailblazer eingeführt worden ist. Und das sind Tendenzen, aus denen man klar erkennen kann, was hier für Ziele eigentlich im Hintergrund bestehen und was hier betrieben werden soll. Einer, der auffasst. Ja, unsere dritte Kernthese, die wir vertreten, ist, dass wir es mittlerweile mit einem nachrichtendienstlich-industriellen Komplex zu tun haben. Uns wird in der gesamten Diskussion immer gesagt, Leute, regt euch doch nicht so auf. Hier geht es um die Abwehr von Terrorgefahren. Das berührt eure Interessen eigentlich nicht. Wenn man sich jetzt mal diesen Komplex anguckt, dann fällt einem aber auf, wie verzahnt der Nachrichtendienst mittlerweile mit der Politik ist, wie verzahnt der Nachrichtendienst mit der Privatwirtschaft ist. In der Vorbereitung auf diesen Vortrag haben wir uns ein paar Beispiele rausgesucht. Eins möchte ich mal nennen, das ist zum Beispiel die Firma CSC. Das ist ein großer Spionagedienstleister, der für die NSA tätig ist, auch im erheblichen Umfang. Das CSC hat zum Beispiel eine Tochterfirma, die nachweislich an der Entführung des deutschen Khaled al-Masri beteiligt war. Also nicht unbedingt einer Firma, der man blind vertrauen sollte, wenn es jedenfalls darum geht, im großen Stil Daten der Bürger abzugreifen. Diese Firma ist nicht nur für den NSA tätig, sondern auch für die deutsche Bundesregierung und das in einem erheblichen Umfang. Nach einem Artikel, der in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist, hat dieser Spionagedienstanbieter bereits mehr als 100 Aufträge über deutsche Ministerien erhalten. Das Volumen belief sich seit Anfang 2009 auf 25,5 Millionen Euro, also eine erhebliche Summe. Sie können sich vorstellen, was mit diesem Geld alles angefangen wurde, oder wir wollen uns das besser nicht vorstellen. Wenn wir von einem nachrichtendienstlich-industriellen Komplex sprechen, dann muss man auch die Frage ansprechen, wie geht denn die Bundesregierung damit um, wenn sie dann zum Beispiel von Journalisten darauf hingewiesen wird, dass eine Firma, die für deutsche Ministerien arbeitet, enge Verbindung zur NSA hat. Und die Antworten, die man dann mitgeteilt bekommt, sind schon erstaunlich. Also kein Bundesministerium sei in diese Verquickung bekannt gewesen. Ja, man wüsste es nicht. Ja, ich glaube das persönlich nicht. Dann hätten wir schon ein Heer von dummen Politikern und ich schätze die alle eigentlich nicht so dumm ein. Ich kann Ihnen noch ein anderes Beispiel bringen, das ist, betrifft die Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom hat in Amerika einen auch Systemanbieter aufgekauft, hat ihn dann flux umbenannt in Telekom Hosting Business Services. Um diese Firma zu führen, hat man dann auch Leute eingestellt, die sich mit IT-Sicherheit und IT-Netzwerksicherheit auskennen.
Und wenn man dort mal sich die betreffenden Personen anguckt, bei denen handelt es sich um einen Herrn Kirman und Cohen, dann sind das auch Spezialisten, die schon für die NSA tätig waren und etliche Firmen gegründet haben, die nachweislich für die NSA gearbeitet haben. Da sieht man auch, dass diese Verzahnung nicht nur in Amerika stattfindet, sondern natürlich hier auch in Deutschland. Und jeder kann sich selbst die Frage stellen, ob geheimdienstliche Tätigkeiten, die wahrscheinlich jedes Land benötigt, unbedingt von, ja, ich möchte es mal so nennen, eventuell Mitgliedern befreundeter Dienste ausgeführt werden müssen. Ich halte das nicht für so sinnvoll. Die vierte Kernthese, die wir haben, ist, dass es einen Missbrauch dieser Überwachungsmaßnahmen schon jetzt gibt. Wir beide, Oliver und ich, gehen sogar einen Schritt weiter und sagen, die NSA und GCHQ, also der englische Geheimdienst, sind letztendlich eine kriminelle Vereinigung. Ja, wenn Sie sich die Definition... Wenn Sie sich die Definition einer kriminellen Vereinigung durchlesen, ja, dann lesen Sie so Sätze wie, das ist ein Zusammenschluss von mehreren Personen, zumindest für eine gewisse Dauer, deren Zweck ist es, Straftaten zu begehen. So, wenn ich mir jetzt die Enthüllung von Snowden angucke, dann fällt es mir nicht so schwer, das unter diesen Begriff zu subsumieren. Ja, also weltweit werden millionenfach Daten abgegriffen von letztendlich unbescholtenen Bürgern. Also ich persönlich habe jetzt bin jetzt terrorunverdächtig, so möchte ich das mal nennen. Das glaubst du. Ja, das glaube ich. Ja, ja und das muss man dazu sagen, der Missbrauch fängt natürlich schon mit der Heimlichkeit an. Also diese Systeme laufen ja nun schon über 10 Jahre und nur die wenigsten haben davon gewusst. Also uns persönlich sind Interviews bekannt, so aus 2005, wo das mal so angedeutet wird. Aber die Dimension, die das ganze Thema angenommen hat, waren überhaupt nicht absehbar. Dass es einen Missbrauch gibt, ist offensichtlich. Und man sollte sich genau angucken, wie mit diesem offensichtlichen Missbrauch von politischer Seite aus umgegangen wird. Ja, wenn wir uns dann die Aussage von James Clapper vor einem US-Senatsausschuss anhören, dann hat er auf die Frage, ob millionenfach Daten von US-Bürgern abgegriffen werden, geantwortet, nein. Auf Nachfrage hat er dann gesagt, na gut, aber nicht wissentlich. Ja, also wenn er es nicht weiß, wer weiß es dann? Also es ist absurd. Wenn wir von Missbrauch sprechen, dann müssen wir uns angucken, wie wird denn mit Menschen umgegangen, die dieses Thema offen ansprechen. Ich erinnere an den Fall Miranda. Da wird jemand einfach, ein Journalist, ja, der seine Quellen immer zu schützen hat, auf dem Flughafen festgehalten, durchsucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele, 48 Stunden, 24 Stunden? Weniger. Einige Stunden. Ja, einige Stunden. Letztendlich auch verdachtsunabhängig. Wir haben einen bolivianischen Präsidenten, den man gebeten oder gezwungen hat, das können Sie selber entscheiden, einen kurzen Zwischenstopp in Wien zu machen. Ist eine schöne Stadt, aber ich bin mir sicher, der Mann hatte das nicht vor. Und er fand das auch nicht so gut, dass sie in seinen Flieger reingegangen sind. Und dann betrachten Sie mal die Reaktion. Also ich habe jetzt keinen Aufschrei gehört. Stellen Sie sich mal den umgekehrten Fall vor. Ja? Also der bolivianische Präsident sagt zu Merkel, Mensch, land doch mal zwischen. Ich will mal gucken, ob du was mitgenommen hast. Also die Leute würden ausflippen halt. Ne? Tun sie aber nicht. Das Thema Missbrauch wird eigentlich totgeschwiegen. Ja, man spricht es an. Bitte? Ja. Man spricht es an, aber wir sprechen das an. Sie sprechen das an. Es gibt Bürger, die sich da engagieren. Aber ein Politiker, der sich dort hervorgetan hat, der ist mir noch nicht begegnet. Wenn ich mir die Aussage von Pofalla angucke, ich glaube aus dem August, ja, wo er gesagt hat, nein, alle Dienste handeln nach Recht und Gesetz, dann frage ich mich, okay,
der Mann ist zuständig innerhalb der Bundesregierung, um die Geheimdienste zu koordinieren. Ja, dann sagt er mir, Junge, mach dir keine Sorgen, ist schon alles gut. Und zwei Wochen später entnehme ich den Zeitungen, dass er da wohl daneben lag. Ja, da fragen wir uns, wie geht der Staat mit diesem Missbrauch um und was unternimmt er eigentlich, um uns zu schützen? Das ist im Prinzip nicht viel. Ja, das ist jetzt ein Missbrauch, den ich angesprochen habe, der den Bürger angeht. Das kann jeden von uns treffen. Missbrauch ist aber auch die offensichtliche Wirtschaftsspionage, die unter dem Deckmantel ja, der Massenüberwachung einfach stattfindet. Ja, wir haben das Beispiel aus Brasilien, den Fall Petrobras, und ich bin mir sicher, das ist nur die Spitze des Eisberges. Da wird auch noch mehr kommen. Heute auf der Zugfahrt habe ich gehört, dass der Guardian von 50.000 Dokumenten erst 27 veröffentlicht hat. Ja, also da werden wir noch viel Spaßiges hören. Und die Kernthese Nummer 5 wird mein Kollege Olli vorstellen. Noch eine Ergänzung zu der vierten Kernthese, und zwar denke ich, dass man beim Thema Missbrauch auch noch hinweisen muss auf den Fall der Bespitzelung der Nachrichtenagentur AP in den Vereinigten Staaten. Das war auch ein Fall, der zeigt, dass auch der Journalismus bedroht ist, und zwar dadurch, dass in diesem Falle der Geheimdienst, jedenfalls staatliche Stellen, auf Anweisung des Justizministeriums dort eine Metadatenanalyse vorgenommen haben, um herauszufinden, ob es ein Leck, einen Informanten gibt aus den Reihen der eigenen Dienste, ein Leck, das man schließen wollte, und wollte so überprüfen, ob da Menschen Kontakt aufnehmen zu dieser Nachrichtenagentur, die über bestimmte Dinge berichtet hatte. Das sind Vorgänge, die mit unserem Verständnis von Pressefreiheit und allen Schutzrechten, die bestehen zugunsten von Journalisten, unvereinbar sind, und die zeigen, dass hier eine Regierung die Pressefreiheit nicht respektiert. Die fünfte Kernthese lautet, dass der Schwanz schon längst mit dem Hund wedelt. Damit meinen wir, dass man sich langsam wirklich Sorgen machen muss, wer eigentlich im Staate die Macht hat. Man kann hier anknüpfen an das Beispiel von James R. Clapper und seiner Aussage vor dem Kongress in den Staaten am 19. März dieses Jahres. Herr Clapper hat dort also offensichtlich gelogen. Er hat aber nicht nur gelogen, sondern er hat dort unter Eid ausgesagt und damit nach meinem oberflächlichen Rechtsverständnis eine Straftat begangen. Und was man sagen muss ist, und das ist sehr erstaunlich, dass innerhalb von 4 Tagen, nachdem Edward Snowden seine ersten Veröffentlichungen getätigt hat, gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet worden ist, und dass gegen Herrn Clapper nicht nur bis heute kein Strafverfahren eingeleitet worden ist, sondern dieser Mensch auch noch das Amt bekleidet. Wenn ich mir vorstelle, was in Deutschland nach normalen Maßstäben passiert wäre, wenn sich ein hoher Regierungsbeamter strafbar macht und den Kongress belügt über eine so zentrale Frage wie die Existenz von Massenüberwachungssystemen, dann ist die einzige logische Konsequenz der Rücktritt dieser Person. Und dass dieser Rücktritt, der vollkommen alternativlos ist, bis heute ausgeblieben ist, veranlasst mich zu der sehr starken Sorge, dass es dort wohl offenbar auch Druckpotenzial der Dienste in Bezug auf ihren obersten Dienstherren im Weißen Haus geben muss. Ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang, der mich sehr nachdenklich gemacht hat, war ein Artikel in der Bild am Sonntag. Die BAMS hat wenige Tage, nachdem die Enthüllung über die Bespitzelung von Frau Merkel öffentlich geworden ist, ein Artikel veröffentlicht, in dem hat sich ein weiterer, aber anonymer NSA-Whistleblower gemeldet, und er hat dort die These geäußert, dass er selbst also befasst gewesen sei mit diesem Vorgang der Ausspionierung der Kanzlerin, und er hat dort Obama das Wort in den Mund gelegt, dass dieser gesagt habe, ich will alles über diese Frau wissen, also ein wörtliches Zitat angegeben. Das liest man, stutzt, wundert sich, wie es sein kann, dass in Zeiten, wo die NSA in heller Panik erhebliche Ressourcen darauf verwendet, Lecks zu finden und sich zu schützen und abzusichern, es möglich ist, dass innerhalb von wenigen Tagen nach dieser Enthüllung ein weiterer NSA-Whistleblower sich anonym meldet. Das Ganze wird nicht hinterfragt, es wird nicht die Frage gestellt,
ob es dort Ermittlungen gibt, wie groß der Personenkreis sein kann, der Menschen, die mit einem so sensiblen Vorgang beschäftigt sind. Es wird hingenommen, abgedruckt. Und dann geschieht Folgendes, dass einen Tag später Keith Alexander vor die Presse tritt und diesen Vorgang der Bespitzelung von Frau Merkel kommentiert, was schon mal höchst ungewöhnlich ist, weil Geheimdienste sich ja sonst auf die Phrase zurückziehen, dass man Operationen überhaupt nicht kommentiert. Und er springt also in die Bresche und sagt, nein, Obama habe von diesem Vorgang nichts gewusst, er sei nicht informiert gewesen, die Informationen werden aufbereitet und letztlich sei es also nicht erkennbar gewesen, dass hier Informationen unmittelbar aus dem Kanzlerinnen-Handy ihm vorgelegt worden wären. Ich frage mich, was ist hier passiert? Dieser Whistleblower ist nie wieder thematisiert worden, es gibt keine Erkenntnisse und Meldungen über Ermittlungen gegen ihn und ich wundere mich, wie kann es sein, dass in so kurzer Zeit nach der Enthüllung der Ausspionierung von Frau Merkel dieser Whistleblower überhaupt unerkannt Kontakt aufnehmen konnte. Ist dieser Mensch rübergeflogen nach Berlin und hat der BAM sein Interview gegeben, dann gibt es Fluggastdaten. Hat er angerufen oder eine E-Mail geschrieben, gibt es Metadaten. Also ich frage mich in anderen Worten, wie kann das sein? Und die Frage ist, glaube ich, erlaubt, ob hier ein bewusstes Leck vorgelegen hat, das dem einzigen Zweck diente, Herrn Obama zu bedeuten, dass er bitte schön mit der Drangsalierung der Dienste nicht zu weit gehen soll. Mit anderen Worten, wir kennen das aus Mafia-Filmen, dass dann Patronenhülsen in den Briefkasten gelegt werden. Steht die Frage im Raum für mich jedenfalls, ob das ein Warnschuss war der Dienste an ihren obersten Dienstherren, bitte nicht zu weit zu gehen mit der Aufklärung des Skandals oder der Beschneidung der Befugnisse. Die sechste Kernthese lautet, dass die Regierung Merkel und auch der Bundesnachrichtendienst nach allem, was man erfahren durfte, möglicherweise Komplizen der Totalüberwachung durch ausländische Dienste sind. Man kann sich die Frage stellen, ob Frau Merkel hier einer Marionettenregierung vorsteht, ob Deutschland ein tributpflichtiger Vasallenstaat ist, der diese Überwachung aufgrund von historischen Gegebenheiten, die wir alle kennen, nach dem Zweiten Weltkrieg über sich ergehen lassen muss. Fakt jedenfalls ist, dass Frau Merkel als Bundeskanzlerin Schutzpflichten hat, die Grundrechte deutscher Bürger zu gewährleisten und sie zu schützen vor einer Massenüberwachung und Massenausspähung durch ausländische Dienste. Das Ganze gilt verstärkt deshalb, weil diese Dienste, wie wir inzwischen wissen, auch Standorte haben in der BRD, beispielsweise am Degger-Komplex. Wie man jetzt lesen durfte, baut die NSA gerade auf dem Gelände der Kleekaserne in Wiesbaden die neue Europazentrale des Dienstes. Das sind Umstände, die mich sehr, sehr nachdenklich machen und die mich doch etwas verstört zurücklassen, weil ich mir schlicht keine plausible Rechtfertigung dafür vorstellen kann, warum Deutschland fremden Geheimdiensten, die, wie wir gesehen haben, auch Straftaten gegen unsere obersten Regierungsorgane begehen, auch noch Filialen gewähren soll, hier auf deutschem Staatsgebiet. Das alles ist sehr seltsam. Des Weiteren glaube ich, dass die Regierung Merkel und übrigens auch alle anderen Beteiligten, wie beispielsweise Herr Steinmeier, nicht so ahnungslos gewesen sind, wie sie es jetzt vorgeben. Denn es gab im Jahr 2001 einen Bericht des Europäischen Parlaments zu der sogenannten Echelon-Affäre. Das war eigentlich PRISM 1.0, ein System, was in Bad Aibling stationiert war und was damals die Satellitenkommunikation überwacht hat, die, bevor die Glasfaserkabel kamen, eigentlich der wesentliche Backbone waren des damaligen Internets und auch der Telefonie, die es gab. Und dieser Bericht hat eigentlich sehr deutlich gezeigt, dass es schon damals Massenüberwachung gab, die auch auf deutschem Staatsgebiet betrieben worden ist. Das Ganze kochte damals hoch für kurze Zeit, weil dann am 11. September etwas geschah, was wir alle wissen, nämlich dass Terroristen Hochhäuser geflogen sind. Und ab diesem Zeitpunkt wurde also der vermeintlichen Terrorprävention alles untergeordnet und jede Kritik an diesen Massenüberwachungssystemen wurde entweder totgemacht oder verstummte von selbst. Es war jedenfalls kein Thema mehr. Das Ganze war also vor über 10 Jahren. Wir glauben, dass das Aussitzen, das Frau Merkel betreibt, eine Art Beihilfe ist zu diesen Systemen, weil sie natürlich Möglichkeiten hätte, dagegen einzuschreiten. Wes Geisses Kind, Frau Merkel hier ist, zeigt auch,
die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung, die unser Vorredner schon skizziert hat, die wir auch für ein letztlich, ja, eine, Juli C. hat es so ausgedrückt, eine beleidigende Respektlosigkeit ist, gerade in den Zeiten der Totalüberwachung. Ich hätte das offen gesagt im Sommer und Herbst nicht für möglich gehalten, dass im Zuge dieses Skandals, der allgemeinen Sensibilisierung für das Thema, die Regierung sich auch nur trauen könnte, die Erwägung anzustellen, solche Systeme wieder einzuführen. Es geschieht vor unser aller Augen und mit einer Dreistigkeit, die ich erschreckend finde. Festzustellen ist des Weiteren, dass Frau Merkel, wie jeder Mensch, dessen Kommunikation von einem Zeitraum von über 12 Jahren irgendwo gespeichert ist, natürlich erpressbar ist. Und die einzige Frage, die sich mir stellt, ist, ob Frau Merkel auch erpresst wird. Diese Frage müsste aber ein Ausschuss klären, ein Untersuchungsausschuss. Und die Frage ist, ob wir ihn bekommen werden. Wir glauben, dass die einzige plausible Konsequenz, die Frau Merkel ziehen sollte, aufgrund des Umstands, dass sie erpressbar ist, dass sie zurücktreten sollte. Und sie sollte sich ein Beispiel nehmen an Willy Brandt, der noch Klasse hatte und der einen Rest von Selbstachtung aufgebracht hat nach der Guillaume-Affäre und eingesehen hat, dass er untragbar war. Das hat Frau Merkel bisher noch nicht begriffen. Wir hoffen, dass dieser Zeitpunkt noch kommen wird und ersehen diesen Moment herbei. Ich erspare mir jetzt auch noch Bemerkungen über Herrn Pofalla und Herrn Friedrich. Ich glaube, zu diesen beiden Herren ist alles gesagt. Ja, unter die Kernthese 6 passt natürlich auch noch der liebe BND. Das, was Oliver eben zu Frau Merkel gesagt hat, können Sie natürlich 1:1 auf den BND übertragen. Auch der BND dient dem Schutz der Bürger, dient dem Schutz der Grundrechte, dient dem Schutz des deutschen Staates. Kommt er dieser Verpflichtung nach? Unseres Erachtens nicht. Der BND ist vielmehr ein williger Helfer und ein Komplize der ausländischen Geheimdienste. Das ist auch jetzt kein Geheimnis, was ich verrate, denn offiziellen Quellen ist zu entnehmen, wie sehr der deutsche Geheimdienst zum Beispiel vom britischen Geheimdienst gelobt wird. Er wird unter anderem dafür gelobt, dass es ihm gelingt, viel schneller und viel besser Daten in Frankfurt vom Knotenpunkt abzugreifen, als es die Engländer können. Ja, so ein Lob nimmt man ja eigentlich gerne mit. In diesem Fall ist es recht bedenklich. Im Zuge dessen haben wir uns mal damit auseinandergesetzt, wie sieht es denn überhaupt aus? Was darf denn der BND? Und bei den Geheimdiensten ist es grundsätzlich so, natürlich soll vieles an der Öffentlichkeit vorbeilaufen, sonst wäre es auch nicht mehr geheim. Aber üblicherweise gibt es Kontrollmechanismen. Ja, es gibt ein parlamentarisches Kontrollgremium, es gibt spezielle Gesetze für die Geheimdienste, unter anderem das G10-Gesetz. Mit dem haben wir uns mal ein bisschen näher auseinandergesetzt und haben versucht zu eruieren, was darf denn jetzt der BND, was dürfen denn die Geheimdienste an Daten abfangen? Ja, das G10-Gesetz befasst sich unter anderem damit, unter welchen Voraussetzungen und wie Geheimdienste zum Beispiel Telekommunikationsdaten etc. abgreifen können. Eigentlich sind wir sehr geübt im Lesen von Gesetzen. Dieses Gesetz haben wir nicht so ganz verstanden, insbesondere einen Punkt. Ich glaube, das ist in Paragraphen 5 oder 9 geregelt. Da steht eine Zahl drin, 20% des Datenverkehrs dürfte abgegriffen werden. So ganz wissen wir nicht, worauf sich diese 20% beziehen, aber wir haben mal spekuliert. Ja, nehmen Sie jetzt mal YouTube und YouPorn raus aus dem Datenverkehr. Dann haben Sie wahrscheinlich 20%, die überbleiben und die können Sie komplett abgreifen. Ja, also die Rolle des BND, ja, ist ja undankbar. Seinen Pflichten kommt der BND nicht nach. Eine Kontrolle findet meines Erachtens nicht statt. Anders kann ich solche Aussagen wie von Herrn Pofalla nicht interpretieren, ja, dass die nach Recht und Gesetz handeln. Das tun sie halt nicht. Und wenn er es nicht weiß,
dann muss man eigentlich der Schlussfolgerung auch von Oliver zustimmen, ja, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt. Damit kommen wir zum Fazit, das ich dem Kollegen überlasse. Ja, vielen Dank, Martin. Anzumerken ist noch zu dem Punkt BND und dessen Lob durch den britischen Dienst, dass man auch kein Lob dafür erhalten möchte, dass man dem BND geholfen habe und dass dieser also willig kooperiert habe damit, das deutsche Recht anders und weitreichender zu interpretieren und demzufolge also eine Überwachung zuzulassen, die bisherige Dimensionen überstiegen hat. Das war zu lesen auch in Folien von Edward Snowden und gibt mir Grund zu sehr, sehr großer Sorge. Das Fazit lautet, dass wir der Meinung sind, dass wir derzeit eine Art Staatsstreich von oben erleben und dass wir einen Moment, einen historischen Moment erleben, wo unsere Gesellschaft sich an einer Weggabelung befindet und sich die Frage stellt, ob wir Deutschen aus zwei Diktaturen etwas gelernt haben oder nicht und sich zeigen wird, ob wir entschlossen genug gegen diese politischen Bestrebungen der verdachtslosen Totalüberwachung einschreiten werden, unsere Stimme erheben werden und ob wir uns das gefallen lassen werden oder nicht. Wir glauben, Edward Snowden ist der Stauffenberg des Digitalzeitalters und wir alle schulden ihm Dank und persönlichen Einsatz, damit das von ihm erbrachte Opfer nicht umsonst war. Die Frage bleibt, was tun? Diese Frage ist sehr schwierig. Gehen Sie auf die Straße, schreiben Sie Ihrem Abgeordneten oder allgemeinen Politikern, dass Sie damit nicht einverstanden sind. Bitten Sie um eine Stellungnahme zur Hamburger Erklärung und fragen Sie diese Politiker, ob sie diese Erklärung unterstützen wollen und falls nein, warum nicht. Schmeißen Sie Ihr iPhone weg, reisen Sie vielleicht nicht in die USA. Und diskutieren Sie mit Ihren Freunden und sorgen Sie dafür, dass dieses Thema am Leben bleibt und dass die Menschen sich Gedanken darüber machen, was hier gerade passiert und versuchen Sie in Ihrem Freundeskreis, Kollegenkreis, in Ihrer Familie Bewusstsein dafür zu wecken, wie ernst die Lage inzwischen ist. Haben Sie vielen Dank. Sie sagten vorhin, die Regierung hat irgendwie wenig getan dagegen. Ich würde sagen, die hat gar nichts getan. Das, was da bisher abgelaufen ist, sind reine Showprogramme mit gegenseitigen Besuchen und null Ergebnissen. Richtig perfide finde ich auch die Wandlung von Herrn Pofalla, von Herrn Oppermann, der zuletzt noch richtig gepoltert hat und jetzt irgendwie handzahm geworden ist innerhalb von wenigen Tagen. Finde ich sehr bemerkenswert. Eine konkrete Frage. Was sehen Sie denn und sehen Sie überhaupt irgendwelche Möglichkeiten, auf juristischem Wege denn dagegen jetzt auch vorzugehen? Die Bundesanwaltschaft hat ja gesagt, wir sehen da jetzt nicht so viel Ermittlungsbedarf oder haben das irgendwie eingestellt. Sehen Sie da irgendwelche vielleicht auch tatsächlich effektiven Wege, um diesem, also außerhalb von sozusagen der Öffentlichkeitsarbeit, die ja sehr unterstützenswert ist, die an vielen Stellen stattfindet, auch von Ihnen, dagegen vorzugehen? Zunächst zu Ihrer Vorbemerkung, also Sie rennen natürlich bei uns offene Türen ein. Auch wir sind der Meinung, dass die Regierung nicht zu wenig, sondern gar nichts getan hat und dass solche Maßnahmen wie No-Spy-Abkommen letztlich Staatstheater sind und Volksverdummung bedeuten. Denn ich kann nicht mit diesen Personen, die noch vor einem Dreivierteljahr das eigene Parlament belogen haben unter Eid und sich strafbar gemacht haben dadurch, Abkommen schließen und glauben, dass die Rechte unserer Bürger respektieren, wenn sie sogar das eigene Parlament belogen haben. Das ist natürlich Humbug. Herr Oppermann hat in der Tat auch in unseren Augen das Etikett Umfaller des Jahres 2013 verdient. Das sehen wir genauso. Er war in der Hochphase der sogenannten NSA-Affäre praktisch jeden Tag in den Medien. Er hat jeden Tag im Wahlkampf getrommelt und sich da als den Gralshüter der Grundrechte aufgespielt. Ich habe das damals für glaubwürdig gehalten und hatte meine Sympathien für ihn. Was jetzt daraus geworden ist, ist traurig, das muss ich auch sagen. Zu Ihrer Frage nach der juristischen Handhabe. Wir haben auch geprüft, ob man mit den Mitteln des Strafrechts gegen diese Geschehnisse vorgehen kann. Und es ist ja so, dass beim Generalbundesanwalt Herrn Range zwei sogenannte Beobachtungsvorgänge eingeleitet worden sind.
einmal in Bezug auf das Thema Massenüberwachung. Das war der erste Beobachtungsvorgang. Und dann, als die Spähaffäre in Bezug auf Frau Merkel offenkundig wurde, ein zweiter Beobachtungsvorgang zur Erläuterung. Der normale Gang der Dinge im Strafverfahren ist, dass dann, wenn ein Anfangsverdacht besteht, der eine sehr, sehr geringe Schwelle nur ausmacht, der bei einem Hauch eines Verdachts gegeben ist, ein normales Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Und ein Beobachtungsverfahren ist eigentlich ein Verfahren, was nur in Ausnahmefällen dann eingeleitet wird, wenn man zum Schutz der Betroffenen nur eine ganz, ganz vage Verdachtsschwelle hat und letztlich noch gar nichts Genaues weiß und, wie der Name schon sagt, einen Vorgang erstmal beobachten möchte und ihn sich vormerken möchte. Dazu muss man sagen, wenn man sich gerade den Fall 2 anschaut, wo letztlich ja ein Geständnis vorliegt von höchster offizieller Stelle, dass diese Spionage von Frau Merkel und ihrem Telefon erfolgt ist, aus meiner Sicht, und ich bin viel im Strafrecht tätig, es überhaupt nicht nachvollziehbar ist, dass Herr Range es nicht schafft, den normalen Schritt zu vollziehen, den man als Staatsanwalt in diesem Land vollziehen sollte, nämlich ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Und dann muss geprüft werden, was jetzt noch gar nicht feststeht, ob möglicherweise tatsächlich die Verdächtigen in der US-Botschaft in Berlin Immunität genießen. Das wäre dann ein Strafverfolgungshindernis in diesem Falle. Aber das wissen wir noch gar nicht. Und solange wir diesen Umstand nicht kennen, muss man ermitteln und die Fakten sammeln und kann erst dann darüber entscheiden, ob man ein Verfahren einstellt. Herr Rang hat auch die Befragung von Herrn Snowden in Moskau abgelehnt, die, wie Herr Ströbel ja großartigerweise vorgemacht hat, leicht möglich wäre mit der Begründung, dass es schließlich kein Ermittlungsverfahren gäbe und er somit also die Instrumentarien der StPO, der Strafprozessordnung, nicht nutzen könne. Dieser Zirkelschluss ist natürlich, ich will mal sagen, auffällig und lässt, glaube ich, die Frage im Raum stehen, ob der Wille fehlt, das zu tun. Unabhängig davon ist es so, dass unsere Strafprozessordnung eine Vorschrift vorsieht, dass also von der Verfolgung von Straftaten, von bestimmten Straftaten wie Spionage, abgesehen werden kann, wenn der BRD durch die Verfolgung ein schwerer Schaden entstünde. Und hier muss ich sagen, kann ich die offenbar beabsichtigte Anwendung dieser Vorschrift erst recht nicht nachvollziehen, weil aus meiner Sicht der schwere Schaden für die BRD darin besteht, dass diese Straftaten nicht aufgeklärt werden, aber nicht, dass man praktisch mit den Hacken knallt und in vorauseilendem Gehorsam auf die Amerikaner hier auf diese Verfolgung verzichtet. Dankeschön für die Antwort. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause und sind dann halb hier wieder da. Ihr könnt euch in der Zwischenzeit kurz ein Getränk kaufen oder die Füße vertreten. Und als nächstes geht es dann um die C3S und um Krypto nach Snowden.